Hallo ihr Lieben, heute möchte ich euch meine Vororder zeigen aus dem neuen Jahreskatalog. Am 3. Mai startet der Katalog. So schaut das Cover aus. Mehr darf ich euch ja nach wie vor nicht zeigen. Ich darf ihn noch nicht öffnen. Was ich euch zeigen darf, sind ein paar Produkte aus dem Katalog. Und wir starten auch gleich als erstes mit den neuen In-Color-Farben. Die Produktreihe hier vorne drauf, die zeige ich euch auch, denn die habe ich schon hier. Insgesamt zeige ich euch zwei Produktreihen, ein Produktpaket und dann noch ein paar einzelne Produkte. Wir dürfen ja aus dem Jahreskatalog nicht gleich alles bestellen. Wir bekommen vorab immer eine Liste, wo drauf steht, was wir bestellen dürfen, beziehungsweise was wir vorordern dürfen. Und wie gesagt, ein paar Produkte davon habe ich schon hier. Und wir fangen an mit den In-Color-Farben. Einen Moment. Da hat sich was verhakt. Also, die neuen In-Color-Farben, der ein oder andere hat sie wahrscheinlich schon gesehen. Ich bin etwas spät dran mit meinem Video zu meiner Vororder, denn ich habe mich erst um den Versand der Kataloge gekümmert und auch schon ein bisschen mit den neuen Produkten gebastelt. Ein bisschen was zeige ich euch gleich schon und wir legen los. Also, wir haben die neue Farbe Papageiengrün, dann Nachtblau, Karibikblau, Sommersorbet und Orchideenlila. Das sind die neuen Farben. Also meine Favoriten der neuen Farben sind die vier. Das ist auch schön, gar keine Frage, aber meine Favoriten sind diese vier. Ihr könnt mir gerne mal unten in die Kommentare schreiben, was denn so eure Lieblingsfarbe ist oder welche euch von den neuen In-Color-Farben am besten gefällt. Vielleicht gefällt euch auch gar keine. Es sind auf jeden Fall für mich schöne, krachende Farben. Ich liebe das ja, wenn das so krachende Farben sind. Ich bin ja auch ein Pink- und Lila-Typ. So, Stempelkissen. Dann gibt es natürlich auch wieder Designerpapier in 6x6. Und das gibt es ja zu all unseren Farbfamilien. Die In-Color 22, 24, die neuen, jetzt da habt ihr insgesamt 40 Blatt und das sind immer je Farbe 8 Blatt mit zwei Designs. Ich habe hier jetzt schon ein bisschen was rausgesucht, also wir haben hier Nachtblau, das sind die Designs. Und auf diesem, das sind keine Punkte, das sind ganz kleine Sechsecke. Ich denke mal, das kommt in der Kamera gar nicht so rüber. Im ersten Moment sieht das aus wie Punkte. Auch im Katalog sieht es aus wie Punkte, aber nein, es sind kleine Sechsecke. Ihr habt, wie gesagt, 8 Stück von jeder Farbe und immer 4 pro Design. Dann haben wir hier das Sorbet Rot. Das Papageiengrün. Das kommt so ein bisschen an Limette ran. Ich weiß nicht, wer von euch die Farbe Limette noch kennt. Dann haben wir das Orchideenlila. Und das Karibikblau. Das ist das Designerpapier. Dann gibt es von den In-Color-Farben auch noch ein Glitzerpapier. Und da habt ihr pro Farbe immer 4 Bögen. Da habe ich euch jetzt auch jeweils einen rausgesucht. Und das ist, zum einen finde ich das Glitzerpapier ganz toll, weil es nicht krümelt. Und wir haben hier einen Farbverlauf drin. Das zieht sich durch alle Farben. Das ist jetzt das Orchideenlila. Dann haben wir hier das Nachtblau, Karibik, Papageiengrün und Sommersorbet.
Wie gesagt, da habt ihr immer vier Bögen von jeder Farbe. Des Weiteren gibt es die Nachfülltinten. Und auch zu jeder Farbe, die habe ich jetzt allerdings noch nicht hier, die Alkoholmarker, das sind ja unsere eckigen. Und unsere Stampin' Write Marker, wie gesagt, die habe ich beide noch nicht hier, aber die gibt es in allen fünf Farben. So, und ich bin noch nicht ganz fertig mit den In-Color-Farben. Dann gibt es zu jeder Farbe eine passende Kordel. Die ist so im Kombipack. Dann gibt es noch Glitzerband zu jeder Farbe. Also wir haben hier das Karibikblau. Dann das Papageiengrün. Orchideenlila. Das ist ein sehr schönes Band und es lässt sich vorne an der Spitze auch so ein bisschen auffächern. Ich weiß nicht, ob man das so sieht. Orchideen. Dann haben wir hier das Sommersorbet. Obwohl ich finde, dass das Sommersorbet, wenn man so das Stempelkissen mal daneben hält, geht das Band eher so, würde ich sagen, hat das so einen leichten rosa Touch. Und dann haben wir noch Nachtblau. Das schaut so aus. Und zu guter Letzt habe ich dann noch die neuen runden Akzente in matter Optik. Und auch die haben einen leichten Farbverlauf. Ich denke mal, das nimmt meine Kamera jetzt gar nicht so auf. Also hier haben wir den dunklen Ton und nach außen hin werden die etwas heller. Ich glaube, nee, sieht man so nicht. Schade. Aber auch die haben einen Farbverlauf. So, das waren die In-Color-Farben. Dann haben wir eine Produktreihe im Katalog, die nennt sich Teeliebe. Und die ist abgestimmt auf die neuen In-Color-Farben. Und da fange ich mal mit dem Produktpaket an. Also Produktreihe bedeutet ja meistens, ihr habt ein Produktpaket, ein Designerpapier und entweder Accessoires, sprich Steinchen oder sowas. Oder halt wie bei dieser Produktreihe jetzt gibt es noch Karten und Umschläge, das zeige ich euch gleich. Also kleine Therapie, kleine Teetherapie, da liegt der Teufel im Detail. Das ist ein Klarsichtstempelset. Wie ihr seht, ich habe schon ein bisschen damit gearbeitet. Und die Stanzformen dazu schauen so aus. Wir haben einmal die Tasse an sich, dann haben wir hier noch eine Filigrane. Und wir können bei dem Stempelset die Tassen ausstanzen, hier oben das Grün. Dann können wir hier die Zitrone, Limette, je nachdem in welcher Farbe man das stempelt, das können wir ausstanzen. Hier diese kleinen Blumen, das ist diese Stanzform. Heißt, ihr stempelt einmal und habt dann gleich die fünf Teile ausgestanzt. Dann haben wir hier noch eine filigrane Stanzform. Das Blatt können wir ausstanzen, das ist das hier. Das große, das kleine Blatt können wir auch ausstanzen. Also wir können von den Motiven her alles ausstanzen. Und das finde ich persönlich perfekt. Wir brauchen nichts ausschneiden. Dann sind hier zusätzlich noch ein paar Herzen drin. Und auch diese kleine Blume hier oder hier unten dieser kleine Teebeutel. Da habt ihr zum Beispiel bei den Blumen zwei Stanzformen. Und auch bei diesem kleinen Teebeutel sind zwei in dem Päckchen drin. Das war das Produktpaket. Liegen bleiben. Dann gehört in diese Reihe ein Designerpapier. Und das nennt sich Teeliebe.
Da habt ihr insgesamt 48 Blatt, pro Design 4 Stück. Und auch da habe ich jeweils eins rausgesucht. Da habt ihr dann, wie gesagt, 4 Stück pro Design. Ich blätter das mal durch. Das Gelb hier ist, ich muss einmal stecken, Currygelb. Also es sind die neuen In-Color-Farben und Currygelb im Designerpapier. Und Frisien, nee, Orchideenlila soll das sein, ne? Das ist ein bisschen hell. Also ich meine jetzt hier, das hier, das könnte man auch mit Frisienlila kombinieren. Haben wir hier ein paar Zitronen. Also wir haben von vorne richtig bunte, krachende Muster. Und auf den Rückseiten etwas gedämpft. Auch richtig schön farbig, aber es ist halt schon, das will ich mal sagen, geht jetzt noch. Aber so die anderen Seiten sind schon sehr wild, sage ich mal. Das ist das Designerpapier aus der Reihe. Wie gesagt, 48 Bögen in 6x6 Inch, 15,2x15,2 cm. Und wie ich ja vorhin schon sagte, Produktreihe, da gibt es meistens noch ein Produkt dazu. Und in dieser Reihe sind es Karten und Umschläge Teeliebe. Da habt ihr insgesamt 20, also 20 Umschläge und 20 Karten. Je 4 Stück in den jeweiligen In-Color-Farben. Das heißt, wir fangen mal, das ist dann Sommersorbet, Nachtblau, Orchideenlila, Karibikblau und Papageiengrün. Und das sind dann jeweils die passenden Kartenfronten dazu. Und diese Kartenfronten findet ihr auch im Designerpapier wieder. Ich habe es extra nochmal nachgeguckt. Also wir haben hier das Rote. Dann haben wir hier das in Orchideenlila. Dann haben wir hier das in Nachtblau. Papageiengrün ist im Designerpapier etwas heller wie die Karte. Und dann haben wir hier noch das in Karibikblau. Also die Fronten von den Karten findet ihr im Designerpapier wieder. Das finde ich ganz schön. Wenn die Karten dann aufgebraucht sind, kann man das noch nachbasteln mit dem Designerpapier. So, das waren die Produktreihe Teeliebe. Ich muss das hier einmal wegräumen. Und einmal zur Seite räumen, bevor mir hier gleich alles runterkracht. Also wie gesagt, 20 Stück pro Farbe 4. Dann haben wir die Produktreihe. Und das ist auch die, die vorne auf dem Hauptkatalog ist. Farbe des Glücks nennt die sich. Beziehungsweise bevor ich euch die zeige, zeige ich euch noch fix meine Beispiele mit den Karten und der Produktreihe Teeliebe. Da habe ich jeweils pro Farbe ein Beispiel gemacht. Und hier ist das in Orchideenlila. Da habe ich dann jeweils einmal die Farbe verwendet. So könnte das dann ausschauen. Mit dem Produktpaket Teeliebe. Nein, kleine Therapie. So. Jetzt aber. Produktreihe Farben des Glücks. Auch da habe ich ein Beispiel für euch. Und das ist auch das Beispiel, was ich im nächsten Video mit euch basteln werde. Wir fangen an mit dem Stempelset und den Stanzformen. Das Stempelset nennt sich Alles Glück. Auch das ist ein Klarsichtstempelset
und wie ihr seht, auch bei mir schon fleißig benutzt. Dann haben wir die Stanzform, die nennen sich Blühendes Glück. Und die schauen so aus. Wir haben hier, wir können die Blumen alle ausstanzen, die Blätter alle ausstanzen und diese kleinen Sträuße hier, die, auch die können wir ausstanzen. Dann haben wir hier eine Hintergrundstanzform, die zeige ich euch gleich auf meinen Projekten. Und hier haben wir dann noch zwei so Kanten. Das seht ihr auch, mal zumachen, auf dem Jahreskatalog hier. Das ist hier an der Seite. Die Stanzform ist das. So schaut das aus. Wie gesagt, ich zeige euch da gleich Projekte zu. Dann gehört in diese Produktreihe auch ein Designerpapier. Und das nennt sich Farben des Glücks, insgesamt 12 Bögen. Und da habt ihr 2 pro Design. Jetzt muss ich es einmal umdrehen, ich habe es auf dem Kopf in der Hand. Und zwar ist das das erste Design. Auch das ist bunt. Hier haben wir so kleine Kreuzchen in verschiedenen Farben. Dann das hier. Alles so ein bisschen in Regenbogen. Das finde ich ist eine tolle Seite. Dann haben wir diese. Von der Rückseite. So. Dann die hier. Ups, auf dem Kopf. Von der Rückseite schaut das Ganze so aus. Dann haben wir noch diesen Bogen. Von der Rückseite so. Und diesen Bogen. Der ist von der Rückseite so. Und die letzten beiden Bögen, auf diesen beiden, lassen sich die Motive mit den Stanzformen ausstanzen. Also wir können hier die große Blüte ausstanzen. Muss ich ein bisschen schieben. Da sieht man es schlecht. Ich muss mal hier zu der großen. Da müsst ihr so ein bisschen, so passt es, also die können wir ausstanzen. Dann haben wir hier diese kleine, das sind die. Diese ist hier. Dann haben wir diese noch, das ist die offene Blüte, das ist die hier oben. Also da habt ihr wieder 4 Bögen, wo ihr die ganzen Blüten ausstanzen könnt. Und wie gesagt, 12 insgesamt. Nicht auf den Tisch hauen, das donnert immer so in den Ohren. So, dann gehört in diese Produktreihe noch ein paar Steinchen. Und zwar runde Glanzakzente. Da sind die Farben vertreten. Ich habe es extra hinten drauf geschrieben. Amethyst, Wassermelone, Osterglocke und Aquamarin. Die schauen so aus. Die gehören auch mit in die Produktreihe. So, und meine Beispiele dazu schauen so aus. Eine Karte und eine Box. Und hier haben wir diese Stanzform. Und ich weiß nicht, ob man das sieht. Ja, hier so ein bisschen. Die stanzt nicht ganz durch. Also wir haben hier so vereinzelt Blätter, die nur angestanzt sind, würde ich mal sagen. Also die stanzt sie nicht ganz aus. So schaut das aus. Die Box ist an sich eine Schiebeschachtel. Verschlossen habe ich die dennoch hier vorne mit einem Band. Und wenn wir das Band öffnen, dann haben wir hier innen drin ein kleines Sichtfenster. Hier habe ich sie verziert. Aber wie ihr das bastelt, wie gesagt, das zeige ich euch dann im nächsten Video. Das ist so war meine erste Idee zu der Produktreihe. So,
Zwei Produktreihen habe ich euch gezeigt. Dann habe ich jetzt noch ein Produktpaket. Und zwar das Produktpaket per Herzenspost. Und da können wir auch alles ausstanzen. Wir brauchen nichts schneiden. Hier habe ich schon mal ein paar Blumen gestempelt und ausgestanzt. So schauen die dann aus. Und das ist zum Beispiel ein Stempelset. Da sind, ich lege es mal rüber. Hier diese Stempel sind größer, als sie hier vorne abgebildet sind. Das könnt ihr immer daran sehen, wenn hier unten auf dem Stempelset draufsteht, Motiv in 80%. Das heißt, hier vorne ist das in 80% abgedruckt und an sich sind die Stempel etwas größer. Und das hier, diesen Spruch Herzenspost, das zeige ich euch jetzt bei den Stanzformen. Da haben wir zum einen natürlich die ganzen Motive, die wir hier haben, bis auf diese kleinen Kleckse oder kleine Blümchen. Das können wir nicht ausstanzen, aber alle anderen können wir ausstanzen. Beziehungsweise dieser kleine hier, der gehört in die Blüte und dieser gehört in diese Blüte. Das Wort Herzenspost können wir zum einen stempeln und ausstanzen. Wir können das aber auch matten, denn wir haben einmal die Outline und hier das Wort nochmal in filigran, so dass ihr das doppeln könnt. Dann haben wir hier zusätzlich noch zwei kleine Blümchen, die wir ausstanzen können und zwei lange Etiketten für die Sprüche hier drin. Ist auch ein sehr schönes Set. So, dann habe ich noch ein Stempelset, was ich euch zeigen möchte, und zwar Wild and Sweet. Ich konnte da nicht dran vorbei. Der sieht gestempelt so toll aus. Das ist ein Gummistempelset. Aber das ist richtig toll. Da habe ich jetzt noch nicht mit gebastelt. Ich habe ihn nur einmal abgestempelt. Den jungen Mann hier oben. Und ich finde das sehr, sehr schön. Also hier steht zum Beispiel auch drauf, das ist in 85% abgedruckt, aber die Stempel sind schon riesig. Also wenn ich jetzt mal so hier meine Hand daneben lege, ist das schon ein riesiger Stempel, ne? So, meine Lieben, das war's an Stempelsets und Produktpakete und Reihen. Ich habe jetzt noch ein bisschen Designerpapier und dann sind wir auch schon durch. Und zwar, ich weiß, was ich vergessen habe, euch zu zeigen. Den Farbkarton von den In-Color-Farben. Den schiebe ich nochmal eben dazwischen. Das ist der Farbkarton. Nachtblau, Orchideenlila, Sommersorbet, Karibikblau, Papageiengrün. Den habe ich vergessen. So, jetzt kommen wir aber zum Designerpapier. Und zwar habe ich da als erstes ein schwarz-weißes, das nennt sich elegant gezeichnet. Auch da habt ihr insgesamt 12 Bögen, 2 Stück pro Design. Da haben wir das erste. Rückseite. Dann kommt das hier. Rückseite. Das hier, das sind so kleine Blümchen. Auf der Rückseite haben wir Streifen. Dann haben wir hier nochmal Blümchen. Auf der Rückseite weiße Punkte auf schwarz. Dann haben wir hier ganz viel Blätter. Auf der Rückseite nochmal ein Blümchenmuster. Und dann haben wir das hier. Da habt ihr auch, wie gesagt, zwei
Pro Design. Das Ganze in Schwarz-Weiß, das ist natürlich immer ganz schön, wenn man das dann noch einfärben möchte, kann man das sehr gerne machen. Aber ich finde, manchmal reicht auch so ein Stück einfach nur in den Hintergrund in Schwarz-Weiß. Schauen wir mal, was wir da so mit basteln. So, dann habe ich noch das Designerpapier bezaubernd bedruckt. Auch da habt ihr 12 Bögen und die zeige ich euch jetzt alle. Da haben wir die Farben Bermuda Blau, Brombeermus, Calypso, Jade, Lodengrün, Amethyst, Blütenrosa, Himbeerrot, Tannengrün, Lindgrün, Seladorn und Sommersobi. Und das sind die Designs. Ich komme mal etwas näher. Und dann haben wir hier, ist das nicht schön? Das ist das nächste. Von hinten ist ein ganz leichter Farbverlauf, das sieht man hier auch. Dann haben wir das hier. Auf der Rückseite haben wir ein paar Kleckse. Das sind so die Designs und jetzt wiederholen sich die Designs, aber die Farben ändern sich. Das ist ja meins, ne? Ist das nicht traumhaft schön? Also da muss ich mir echt noch überlegen, ob ich das anschneide. Hier haben wir das. Auf der Rückseite wieder ein leichter Farbverlauf. Dann haben wir hier diesen Bogen nochmal. Auf der Rückseite sind dann wieder die Kleckse. In dieser Farbe. Auch das, das ist traumhaft schön. Das mag man gar nicht kaputt schneiden. Aber das Papier ist ja da zum Zerschneiden. Da haben wir nochmal die Kleckse. Also wie gesagt, die Designs wiederholen sich, aber die Farbe ändert sich halt. Hier. Oh, das ist so schön. Das kommt im Katalog gar nicht so rüber. Hier sieht man den Farbverlauf ganz gut. Und dann das letzte Blatt. Und da haben wir dann die Kleckse wieder. Ein sehr, sehr schönes Papier. Das ist mein Favorit. So, wie gesagt, da habt ihr auch 12 Bögen. Und das ist dann ein 12x12-Inch-Papier, 30,5x30,5 cm. Und jetzt habe ich noch ein Designerpapier für euch und dann sind wir durch. Und zwar ist das das Gastgeberinnenpapier Tagtraum. Da habt ihr insgesamt 48 Bögen in 12x12. Das könnt ihr euch aussuchen, wenn ihr mit eurer Bestellung über 200 Euro kommt. Sind hinten im Katalog immer Gastgeberin-Sets. Das sind meistens Stempelsets. Diesmal ist auch wieder ein Papier dabei, wie im letzten Jahreskatalog schon. Denn ihr bekommt ab einer Bestellung von ab 200 Euro, bekommt ihr Shoppingvorteile. Und ihr könnt euch diesen ganzen Batzen, wenn ihr glatt 200 Euro habt, dann sind das 20 Euro, wo ihr euch was für aussuchen dürft. Ihr müsst jetzt nicht zwangsläufig die Gastgeberin-Sets nehmen, das kann auch was anderes sein. Aber für 22 Euro hättet ihr dann schon 48 Bögen Papier. Und ich habe jeweils eins rausgesucht. Ich gucke nochmal nach den Farben. Und zwar ist da drin Brombeermus, Osterglocke, Minzmakrone, Olivgrün, Blütenrosa und Aquamarin. Da habt ihr pro Design 4 Bögen. So, dann fangen wir mal an. Da haben wir einmal was Geblümtes. Schlichte Rückseite. Dann haben wir das hier.
Jetzt kommt mein Favorit. Tada! Ist das nicht schön? Das ist im Übrigen Brombeermus. Dann haben wir noch einen Favoriten von mir. Hier seht ihr die Farbkombination. Auch das ist ein Papier, was im Katalog gar nicht so rüberkommt. Ja, Fahrräder. Der ist jetzt nicht so meins, aber die Rückseite. Das ist ja immer das Schöne, wenn man zwei Seiten hat beim Papier. Wenn man dann die eine Seite nicht so mag. Hier zum Beispiel, da mag ich die. Die auch. Aber die noch lieber. Dann haben wir einmal die. Und einmal das hier. Dann haben wir hier Drachen. Und hier haben wir einen leichten Farbverlauf drin. Da geht bei mir auch eher die Rückseite. Dann haben wir hier was ganz Zartes. Jetzt kommt auch ein schöner Bogen. Also wir haben von hinten immer so grafische Muster oder Streifen oder sowas. Der ist auch schön. Die Rückseite ist jetzt ein bisschen wirr mit den ganzen Streifen. Und zu guter Letzt haben wir das noch. Und auf der Rückseite ein paar Vögelchen. Das ist das Gastgeberin-Papier Tagtraum. Wie gesagt, da habt ihr jeweils 4 Bögen pro Design. Wenn ihr mit eurer Bestellung so hochkommt, überlegt euch das. Das ist wirklich ein schönes Papier. Und das war dann auch schon meine Vororder aus dem Jahreskatalog. Wie gesagt, im nächsten Video basteln wir dann die Box und auch die Karte. Und ich denke, wir werden euch den lila nehmen. Und dann schauen wir mal, wie euch das gefällt. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr schaut. Und ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss!